Willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir Hollow Bastion erreicht und ich speichere mal eben. Ja, das ist die zweite Welt, die wirklich nicht einem Disney-Film entspringt. Da gibt es nur drei von hier. Und das ist die vorletzte Welt insgesamt, also viel kommt nicht mehr. Das sag ich jedes Mal, ich weiß, aber wenn man jetzt bedenkt, wie lang das Spiel insgesamt ist, ist es wirklich nicht mehr so viel, aber... Seifenblase, die ich eben nicht immer. Sind wir jetzt gerade in die große oder in die kleine gegangen? Macht keinen Unterschied offensichtlich. Okay. Noch mehr Dalmatina. Also hier kommen wir auch mit irgendwelchen Seifenblasen runter, aber frag mich nicht mit welchen. Mit denen landen wir ja immer wieder hier. Dann kann diese Kiste mich doch mal gerne haben. Ist jetzt schon wieder viel zu hitzlastig hier. Und wieder ganz von vorne. Ach Leute, es tut mir leid. Ich soll diese Kisten echt offscreen holen, damit ihr euch dieses Gefail hier nicht angucken. Furchtbar. Anti-Z-Gummi, wofür auch immer man das braucht. So, wo soll ich diese Seifenblase denn da? Wir gehen da mal einfach rein. Oder auch nicht. Boah, Leute, das gibt es nicht. Warum bin ich denn jetzt noch schlechter, als ich sowieso schon bin? Ja, ich könnte jetzt sagen, ich schneide das raus, aber ihr wisst alle, das tue ich sowieso nicht. Mann! Einmal versuche ich es noch, okay? Nur einmal. Anti-Z-Gummi. Was eine Verschwendung. Ich dachte, da wäre irgendwas Cooles drin. Aber es ist ganz gut, dass wir hier so Jesus-like übers Wasser laufen können. Thank you.
Kein Schiff, keine Hilfe von den Herzlosen. Wie bist du dann hierher gekommen? Ich habe einfach ganz fest daran geglaubt. Das ist alles. Als die Dunkelheit über unsere Welt kam, hat man mir Bell weggenommen. Ich habe mir geschworen, sie wiederzufinden. Ich war mir sicher, dass ich sie finden werde. Hier bin ich. Sie muss hier sein. Ich will sie wiederhaben. Dann hol sie dir, wenn du kannst. Schon da. Wurde aber Zeit. Ich habe auf dich gewartet. Wir waren immer Rivalen, stimmt's? Du wolltest besser sein als ich und ich besser als du. Rico. Aber jetzt ist Schluss. Es kann nur einen Helden geben. Was redest du da? Jetzt wählt das Schlüsselschwert seinen wahren Meister. Malefiz hatte recht. Du bist nicht fähig, Kairi zu retten. Ich muss es tun. Nur der wahre Meister kann die geheime Tür öffnen und die Welt verändern. Das ist doch nicht möglich. Was hat das zu bedeuten? Ich habe mich mit dem Schlüsselschwert bis hierher durchgekämpft. Du warst nur der Botenjunge. Tut mir leid, du hast deinen Soll erfüllt. Hier, spiel damit den Helden. Na toll. Ja, wir sind jetzt der Junge mit dem Holzschwert. Oh, der König hat uns befohlen, dem Schlüssel auf der Spur zu bleiben. Aber... Oh Mann! Geht doch nicht, wo ihr euch die ganze Zeit meine Heiltränke gegeben habt. Du bist verletzt. Warum bist du eher gekommen? Ich kam, um für Bell zu kämpfen. Wenn ich auch allein bin, so werde ich kämpfen. Ich gehe nicht ohne sie. Deswegen bin ich hier. Ich auch. Ich gebe auch nicht auf. Ich suche hier auch jemanden, der mir sehr wichtig ist. Jawohl, wir haben jetzt das Biest dabei. Und liebe Leute, glaubt mir, allein durch die Tatsache, dass wir nur ein Holzschwert haben, ist das Biest sowas von unglaublich wichtig. Wirklich, wirklich wichtig. Ja, cool, wir haben direkt ein paar Grafikfehler. Ja doch meine Truhen alle. Eisgarn? Holzschwert, ja geil. Nee.
Ach so, was hat das Biest denn? Eisring. Okay, wir sind hier in einem Schloss oder sowas und haben nichts außer ein Holzschwert. Und glaubt mir, diese Welt ist unglaublich verwirrend. Hier kann man nämlich alle möglichen Fahrstühle oder sowas bedienen. Mit diesen Dingern hier. Und ja, hier gibt es auch Gegner und ja, ich verstehe nicht, wie das alles funktioniert. Und ja, wir geben unser Holzschwert. Ist echt mies, aber das Biest ist echt gut. Und ja, machen wir Gegner hier so. Sowas wie dunkle Luftballons oder sowas? Geben. Ach so, was hat das Biest eigentlich für Abilities? Fällt mir besser. Kommen wir hier rein? Oh Gott. Oh, die Gegner sind voll schwer. Und die besiegen wir jetzt bestimmt nicht, indem wir nur ein Holzschwert haben. Ich fühle mich so nackt und schwach. Ach, furchtbar. Biest! So, jetzt habe ich irgendeinen Fahrstuhl in Gang gesetzt. War da oben, wo ich nicht hinkomme. Und wenn wir da, also wir können da auch nicht drüber fliegen, soweit ich weiß. Wenn wir nämlich runterfallen, müssen wir wieder den ganzen Weg nochmal hoch. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Ja, nehmen wir den. Ich könnte jetzt sagen, Hollowbestien ist die verwirrendste Welt überhaupt, aber ich finde alle Wälder nicht verwirrend. Welten, nicht Wälder, bin ich bescheuert. Wie garstig das Biest da oben auf seinem Bild aussieht. Ja.
lass mich doch mal eben da. Jetzt können wir in den Untergrundkanal. Ah, wir bitten das Biest für uns die Tür einzureißen. Das ist ja cool. Optigummi. Hier gibt es, glaube ich, irgendwo Hebel für die Türen oder so. Aber ich weiß gerade nicht wo. Ja, so richtig weiterbringen tut es das jetzt auch nicht. So, mal den anschauen. Da kommen wir her. Das ist Biest. Alles für Zeug gibt. Mithril, ja gut. Noch ein Tornado. So, ich überlege gerade, welche Seifenblase für was. Die haben wir vorhin schon benutzt. Aber da gibt es ja noch eine. Vielleicht wird uns die woanders hin. Ja, sehr gut. So ein Safe Point wäre jetzt vielleicht mal wieder ganz gut, Leute. Ich will nämlich einen Cut machen. Ha! Boah, dieses Spiel liebt mich. Ich liebe dieses Spiel auch. Feuer, wie mir halt. Okay, Energie ist auch wieder aufgeladen. Gott, wie gern hätte ich jetzt mein Schlüsselschwert wieder. Ich will mein Schlüsselschwert zurückhaben. Ja gut, meine Lieben. Ich mache hier einen Cut und beim nächsten Mal finden wir hoffentlich unser Schwert. Bitte!